So, Freunde. Es wird Zeit für die Mädels. Wir setzen das Spiel fort. Oh, seht mal, diese wunderschöne Lady. Oh, ja. Sie meint natürlich mich. Side by side with another beautiful flower. Diese Reaktion. Das Beste an Cloud ist dieser doch recht muskulöse Körperbau einfach. Einfach so in dieses enge Kleid reingequetscht. Kann ich da durch? Nö. Alter, ist das eigentlich wirklich so, wenn man als Frau so durch eine Stadt geht des Nachts? Wird man da wirklich die ganze Zeit so angemacht? Oh, wow, wow! Aufreißer, okay. Wow, she is the most beautiful girl in the world. Am I dead in these beautiful angels? Okay, ich habe fast das Gefühl, ich klaue hier so ein bisschen Aerith die Show gerade. Das wär's, you. Zwischendrin einfach nochmal den Michael Jackson. So, Boys, hier sind wir. No way. Here you are. Letters from Andrea Rodea and Madame M. That ought to do the trick, right? You serious? Is there a problem? I hope you know what you're in for. Oh, we'll be fine. If you say so. Come on. Ja, er ist der Einzige, der so ein bisschen Grips hat von all den Leuten hier. The two of you here for the audition? Second floor, at the very end of the walk. And don't go poking your nose in where it doesn't belong. Okay. Wie war das? Erdgeschoss, vorne, ja? Entschuldigung, ich hab's nicht so mit Richtung. Das tut mir echt leid. Oh. You can't afford a single thing in this place, so don't break shit. Ja, stimmt. Die decken gerade eh alle mit dem Penis. Da ist keine Energie für das Gehirn da. Hallo, guter Mann. Hey, hands to yourself. Ey. So redet man nicht mit einer Lady, okay? That Andrea's girl? Go to your room and wait. Quietly. Ba, 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 ba. What's that weird sweet smell? And why do I feel so dizzy? Gas. Oh. Come on. Damn it. Cloud. So, how you pretty ladies doing? Feeling a little lightheaded? But I can't hold back. Let's say we escort you to the parlor, so you can make yourself more comfortable. Let's get this show on the road. Where are you taking us? Come on now, Oopsie Daisy. Hey, you had to repent,
Warum werden die eigentlich überhaupt betäubt? Eigentlich müssen die das doch gar nicht machen. Eigentlich ist das komplett sinnlos. Wir sind doch sowieso freiwillig hier. Can you hear me? Egal, sie können es tun, also tun sie es. Tifa? Holy. Yes. You okay? Mm-hmm. Good. Wait a minute. Cloud? Is that you? Oh my god, no? That makeup and that dress. Nailed it. I know. Thank you. Moving on. You good? Yeah, bit woozy, but I'll manage. Hey, Tifa, how you doing? Okay. Oh, right. I'm Aerith, a friend of Cloud's. We were worried and thought we'd come help you out. Thanks. Cut the chatter. We gotta leave. Huh? Right now. No, not until I've got what I came for. What? So, after we made it back to the slums, some guys came around asking all kinds of questions. So I did some digging. And found out they were Corneo's men. Right. They were interested in Avalanche. But I couldn't figure out why. So I thought I'd come and ask the man himself. Oh, yeah. Seriously? Thought if I could find a way to get Antwort. Someone on one time. But then gestern I hat ja jemand gefragt, warum Tifa eigentlich hierher gekommen ist. Three candidates. And that if he didn't pick me, it would all be for nothing. Then your worries are over, aren't they? Because the other two candidates are right here, right? Right. So yeah, if we're all in on it, then nothing can go wrong. I guess not. You? Me? Cloud? Makes no difference who gets chosen, does it? I don't know, Aerith. It feels wrong getting you involved in all this. Don't even bother trying to talk her out of it. Aww, Cloud gets me. Took you long enough. Ow. So what happens now? Warum ist es eigentlich so, dass Frauen immer gerne Männer schlagen? Also immer so zack. Passiert mir auch immer wieder. Well? Oh, Item. Dawn of the Slums. Eine Phönixfeder für 100. Nehme ich auch mit. Megatrank. Oh. Nehme ich auch mit. Weil sie damit durchkommen? Hm. Now, ladies, listen up. I'm sure you're still feeling das ist eigentlich eine gute Erklärung, but tonight's audition's about to begin. Head out the door to the left and up the stairs. Come on, ladies. Let's hustle. All right, guys. Let's do this. Do you want to do this? No? Come on. You know you're into this. Die genießen das schon so ein bisschen, ne? No? Ja, doch, ist ganz okay. Ist ganz, ja, doch. Ja, ist okay. Dass der überhaupt in diesen Schuhen laufen kann, ne? Ist auch so ein Wunder. Okay, to be fair, seine haben nicht so einen hohen Absatz, aber trotzdem. Warum klingt das gerade nach Kill Bill? Okay, my beautiful ladies, time to line up for the... kind of familiar. Nee. We haven't met before, have we? Nee.
Whatever. All right, y'all good to go? Then let's do this thing. Introducing Walmart's most eligible bachelor, the one and only Don Cornado. Ladies? Mark Hamill. Nice. Very nice. Whichever one shall I pick? Oh. Wer hätte gedacht, dass Luke Skywalker irgendwann Don Cornio ist? Or maybe you? Yeah. Diese Haare, ja, ne? Ich könnte den Haarstil auch rocken, glaube ich. Und auch mit dem Tattoo hier so, Love. Schon geil. Oh yeah! I've got it! I've got it! Today's bride-to-be is... Today's? And tomorrow's. Or the day after's. If the Don takes a shine to you. Pathetic. Huh? Hey! Which one of you said that? Was it you? Ooh, you got a mouth on you. I'm gonna enjoy breaking it in. Today's lucky lady is the big bone girl. Yeah. Still playing hard to get? I can dig it. Oh, yeah. Leftovers are all yours. Ja, das hier ist Mark Hamill, also der Schauspieler von Luke Skywalker. Yeah, come with me. Auch der Joker in Batman. Das ist er. Don't be shy, little kitten. Shimmy on over and give Daddy some sugar. No need to play coy. Nobody here but you and me. Oh, you're even cuter than I thought. Back off. Ooh! This kitten's got claws. I love it. What was that? Don't you worry, your pretty little head. Just a picture to preserve the moment. Ein paar Selfies for Instagram. And to ensure you don't do anything inappropriate like say no. Asshole. Oh, praise me more! Hey, yo, fellas! We got guests, and y'all got first crack at entertaining them. Yeah. Courtesy of the ever-generous Don Corneo himself. Never forget, the Don provides. Yeah. Corneo! So, ladies, ready to get to it? Yeah. Ah, Nils, yo. To go whenever. Danke für den Sub. Oh, ein Zwölfer, yo, ganzes Jahr. Ab geht's. Okay. Let's not keep up. Nils hat das gelbe right. Lichtschwert. Wait. Vielen, vielen Dank. The Colosseum. Bam. Zack. Leute, bitte ein bisschen Respekt, ja. Nicht probieren, tiefer unter den Rock zu gucken, wenn sie da Roundhouse Kicks macht. Das gehört sich nicht. Good job, Aerith. It was nothing compared to you. Yeah, girl power. Andrea filled me in on the situation. I come bearing gifts with gear. Wie krass der Typ eigentlich ist, wenn er einfach... Der kann das Schwert von Cloud einfach so mit einer Hand. Yo, what the fuck? Richtig krasser Typ eigentlich. Der hat die komplette Ausrüstung von uns dabei. Die komplette Ausrüstung. Okay, let's Ultra go Giga Chat. Right? Ach, ich vermisse die Kleider schon wieder. Better hurry. Better hurry. Better hurry.
Man, I'd love to spend some quality time with girls like that. Bet they're going at it right now. Lucky bastard. Quality time mit uns, ja? Könnt ihr haben. Hier gibt's ein bisschen Quality Time. Oh, der will mich treten. Hier, ist gut für die Sitzung. Komplett explodiert, Mann. Zack. Bam. Oh, Granate. And we're safe. Hallihallo. Ah, jetzt kann ich hier aber hin. Ein Zornesring. Oha. Du di du du. Du di du du. Du-du-du-du. What are you doing here? You can do it. Auch mal tiefer ein bisschen. Für die tiefer Fans. Gotcha. It's over. Would kill for a shower. Duschen ist überbewertet. Gibt's hier unten eigentlich noch irgendwas? Wie sie die Treppe runtergeht. So eine Lady. Hallo? Ist hier noch was? Ne. So, mal gucken, was Cloud gerade so treibt mit seinen ganzen Boys da drin. Mit seinem Boy. Don't stop, tell me what you a bad boy bastard. I am. Yes, yes I am. Here I come, baby. Hey, who the hell gave you permission to do that? One of you get in here and teach this bitch some manners. Sorry, but your boys had to learn some manners, too. What the? Cloud, your clothes! So, you're a man, huh? What are you three up to? We'll ask the questions. Like, why'd you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Huh? Don't know what you're talking about. Don't play dumb. Übrigens richtig unauffällig, die Falltür direkt unter uns. Why did you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Spill the beans, or? I'll cut them off. Ooh. All right, I'll talk. Some guy with a gun for an arm. I was paid to find him. Paid by who? I can't tell you that. They'd hunt me down like a dog. Well, you better. Because if you don't, I'll rip them off. It was the director of public security, Heidegger. It was Heidegger. Shinra. And what were they planning? Some things are better left unsaid. You know? See, I'm not so sure they are. Better keep talking.
or I'll smash them. All right, you got me. I could never say no to a sexy girl. Since Avalanche blew up two reactors, Shinra's decided they ought to stamp them out, home base and all. And I mean, stamp out. By targeting the support pillar and blowing it up. The pillar? Did I stutter? The plate will come crashing down. It'll be Sector 6 all over again. I'm sure you've been there and seen the wreckage for yourself. So you know exactly what Sector 7's gonna look like. They wouldn't. Come on, guys. We gotta go. Before you do. No. Please, this won't take long. As everyone knows, villains only divulge their plans in a certain situation. But what is that situation? Wie sie halt zufällig genau auf der Falltür stehen. Also, Chat, was ist die Antwort, hm? Ja, wir haben keine. Oh, I'm sorry! Time's up! The answer lies... Es ist übrigens komplett egal, was man da nimmt. Enjoy the sights and smells! Are we on schedule? The terrorists are on target. Yes, there will be no delays. Please, Mr. President, I am asking you to reconsider. No, begging. The Sector 7 Undercity is home to more than 50,000... Director Twisty. At least let us issue a warning, sir. The stench of the director. Nee, die Hose war nicht gerissen. Wäre aber lustig, wenn das passiert wäre. Progress requires sacrifice. Learn to live with it. Chat, ihr könnt euch schon mal überlegen, wem wir gleich zuerst helfen gehen. Welchem der beiden Mädels? Where in the... Tiefer, tiefer, tiefer. Damn it, Reeks. Okay, tiefer, tiefer, Aerith. Okay, 2 zu 2. Okay. Das ist eine harte Entscheidung dann. Ich schätze, dann ist es letztendlich dann bei mir, mich zu entscheiden. Was ist, wenn ich einfach keinem helfe? Mist. Jetzt packt Frost mal noch die anderen Accounts aus. Ja gut. Das nenne ich Dedication. Ne? Das ist Dedication. Cloud. We have to get to Sector 7. Yeah. That bastard. Also ich hätte mich auch für Aerith entschieden, natürlich.
Ich bin Aerith Simp. Absolut. Jo, Bugfish, hi und danke für den Raid. Hallihallo. You gotta be kidding me. Oh oh. Ein süßes kleines Haustier. Hallo ihr Lieben. Er ist schwach gegen mein Element, er ist schwach gegen Feuer. Sehr gut. Hat es sogar noch richtig in Erinnerung. Bam, kommt das. Analyse. So, was haben wir denn hier? Leicht resistent gegen Eis. Feuer ist in der Tat seine Schwäche. Immun gegen sämtlichen Bullshit. Super. Oh, ich habe ganz vergessen. Oh, das ist ja super. Ich habe ganz vergessen, dass die auch anzeigen, was man dem klauen kann. Hier ganz unten links. Da steht, also wenn ich jetzt von ihm klaue, dann kriege ich einen Turbo-Aether. Das ist voll gut, dass man das direkt sieht. Oh oh, jetzt geht er planschen. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich echt sie spiele und probiere die Hörner erstmal kaputt zu machen. Oh oh. Oh shit, shit, Jesus. Can you take over for me? Help! That'll do. Get him! Deal with that. Here goes. I got this. There's no escape. Take that luck. My turn. Keep it together. I'll take care of your best shot. Get fired up! Rechtes Horn zerstört. Was ist das für ein Zungenfetisch hier gerade im Chat? Was ist da los? Matsch-Tornado. Bin vergiftet. Mann. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt dodgen kann. Ich sollte ja verblocken. Kochendes Blut. Oh no. I got this. Don't overdo it. I should probably heal up first. Need more magic. Get fired up. Oh, er hat jetzt auch Regina. Oh! Ich mach erstmal normal. Need MP, need MP. That's it. Abwasser-Tsunami. Oh, go on. Was kommt auf der anderen Seite raus? Also, who cares? ich sollte, ja, Ifrit. Er ist schwach gegen Feuer. Kaki, was ist? Welche Frisur Haarfarbe hat ein Rustlord-Charakter? Ah ja, es ist noch nicht ganz klar.
weil die Haare können sich nochmal ändern. Aber es werden sehr wahrscheinlich schwarze Haare. Warum fragst du? Feuer brunst. So. Ja, also ich glaube, wir können uns nochmal, bevor das Spiel so richtig losgeht, können wir uns nochmal irgendwie eine andere Frisur zulegen bei so einer Art Frisur. Dann muss ich mal gucken, ob ich noch was Besseres finde. Das ist ja lustig, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Das ist cool. Da freue ich mich drauf. Das arme Baby. Oh nein. There it goes. Wenn der hier nicht durch die Wand gecrashed wäre, dann würden wir hier wahrscheinlich nie wieder rauskommen. It was probably Corneo's pet. And we were dinner. Was war das denn? You don't believe that crazy. Also sie hat ihn nachgemacht. Shinra wouldn't sacrifice a whole sector just to take out Avalanche, would they? Destroying part of the city, killing all those people just to get at us? I don't know. Is Corneo the kind of guy who'd make up shit just to screw with you? I wouldn't put it past him. But if he was telling the truth, and there's still a chance he was, isn't there? Then we should go. And if it turns out he was lying, then so what, right? Tifa! I knew it. These tunnels are all connected. What is it? I'm pretty sure we can use these tunnels to make our way back to Sector 7. The sewers under Sector 6 and 7 should be connected. If you get in trouble, just follow the stench. Another one of those lessons? An avalanche saying, actually. We use them to move around the Undercity, in emergencies. Mmm, Kanalisation. Sure we're not lost? Lecker. Oh, item. Boah, hier unten gibt's eine Sorte von Gegnern, die ich total blöd fand. Nämlich die Sahagin, diese Fisch- oder Echsenmenschen. Genau die. No holding back. Try me. I won't give up. Come on! Let's finish this. That didn't need to be so messy. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen heilen. Auch Regina kann man nur im Kampf zaubern? Das ist ja lame. Das ist ja lame.
Wieso gibt es die Kleider von denen eigentlich nicht als Skin? Dass man ab und zu nochmal wechseln kann. Das wäre cool. Ich sehe einen Hebel. Ich werde ihn betätigen. Jetzt, wo wir hier nochmal so ein bisschen kämpfen, kann ich ja auch nochmal gucken, wie das hier ist mit den Abilities. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen was lernen, glaube ich. Was haben wir denn hier? Die Ability lernen wir, indem wir eine Combo mit normalen Angriffen ausführen. Wieso zum Teufel ist das dann noch auf 0? Hä? Und bei ihr? Mindestens 2 Gegner treffen. Dann habe ich schon eine grandiose Idee. Dann gebe ich ihr nämlich Amplifikation. Ja. Mit Glut. Sie kriegt auch nochmal Ifrit für mehr physischen Damage. Und das hier passt alles. Nice. Vielleicht zählen die Sachen auch nur, wenn, wenn ich selber die Leute spiele. Das wäre eine Erklärung. Aber da weiß ich auch nicht mehr so wirklich, wie das war. Oh, da ist... Mädels, hier ist noch was. Eine lila Truhe. Oh, noch eine neue Waffe für sie. Fuck. Ich komme nicht hinterher. Ja, ich glaube, wir müssen tiefer noch mal ein bisschen Liebe geben. The Oppressed. Ich habe heute gehört, im in Final Fantasy VII Rebirth haben sie anscheinend auch ein neues Minigame wieder. Also ein neues Kartenspiel anscheinend. Da bin ich auch mal gespannt, wie das ist. Ich erinnere mich wieder an das nervige Lied. Was für ein nerviges Lied. Piece of cake. Piece of cake. Yes. Rats! Take the lead. I'm coming! Okay, let's go! Sie kommt! Too late! See ya! It's over! Go on! Gotcha, got that! Irgendwie? Nothing to it. Hey, ich verstehe dich ganz. Irgendwas mache ich falsch. Combo mit normalen Angriffen ausführen. Vielleicht meinen die damit die, ja, okay. Probier mal was anderes. Das Lied mit dem Hund, der den Helm aufhat. Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber wie zum Teufel kommst du jetzt darauf? You're dead. Deal with that. So it's my turn. All set. Beat them. So, ich glaube, dass die wollen, dass ich diese Kombo hier mache. The limit and beyond.
Moving on then. Oder auch nicht. Was hast du, Teufel? Schlüssel. Wo gab's denn nochmal den Schlüssel? Ich glaube, den gab's von der Sidequest mit diesem weißhaarigen Typen. Bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher. Is it safe to go through here? Keine Ahnung. Dark. I'm sure we'll be fine. Come on. Hey, Cloud. Assuming Corneo was telling us the truth. What do you think Shinra's really up to? I mean, they've got to have an endgame. But I can't imagine what it is. Destroying a whole chunk of the city just to get back at us doesn't make any kind of sense. Yeah, I can't imagine any way they could profit from it. It's gonna cost them a fortune to rebuild. Corneo's lying. He's gotta be. Guys like him do it all the time out of habit. Ja, er lügt ganz bestimmt, Copium. Ganz bestimmt. Verschlossen. Locked up tight. But not if we use the skeleton key Jesse made. Huh. Does this mean it's in the water? We'll see. Do 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 do. Da muss ich wohl gleich mal das Lied anhören. That's a power generator, all right. Wow, talk about ancient. It's an antique, older than the Mako reactors even. It'll be a miracle if it still works. Zack. Einmal Power bitte. Wir haben Licht. I'll protect you. I'm pretty good at protecting myself, you know. Why don't you lead the way? Let me handle this. Come on. Ha. Ha. That was close. Hey. Ha. 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 Ich versuche immer noch rauszufinden. Schock ist ja klar, wie das funktioniert, aber ich versuche immer noch rauszufinden, wie ich die Ability von dieser Waffe triggern kann. Vielleicht hat es auch wieder was mit der Fertigkeit zu tun. Was ist das denn hier? Wasser? Ja. Hier drin muss es so richtig ekelhaft riechen. Aha. Das ist der Schlüssel. Jetzt erklärt mir mal, wer den Schlüssel dahin gebracht hat und warum.
Vor allem, wer hat dann das Rätsel mit dem Hund? Es ist halt so. Es ist einfach so. Aber warte mal, hier gab's doch jetzt noch was, oder? Let's end this quick. Go on! Keep it together. All set. I'm coming. I got this. Cut! So, die Fertigkeit. Soll ich das hier vielleicht machen? Ah, das meinen sie. Okay, jetzt weiß ich, was sie meinen. Man muss also diese Fertigkeit machen und direkt danach nochmal eine normale Attacke. Und das zählt dann für den Geschicklichkeitsbonus. Ey, ich frag mich mittlerweile echt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich Probleme hatte mit der, als ich es in Englisch gespielt habe. Ich frag mich wirklich, ob die das irgendwie ein bisschen komisch übersetzt haben einfach. Und ich habe hier teilweise echt Verständnisprobleme, was diese Abilities da anbelangt. Hier gibt's ja... Hier gibt's nichts mehr. Egal, jetzt weiß ich immerhin, wie das funktioniert. Und mit Aerith muss ich mehrere Ziele treffen. Das sollte jetzt eigentlich auch nicht so schwer sein. Warte, ich bin da lang. Und hier war das, wo ich gerade war. Okay. Und ja, ich bin ja auch ein Fan von rundenbasierten. Aber du kannst das Spiel hier eigentlich auch. Also diese Sachen, wenn du das Menü öffnest, ist es ja im Prinzip auch rundenbasiert. Nur dass du halt noch diese Echtzeit... normalen Attacken dazu hast. Man kann ja sogar auf klassisch umstellen. Und auf klassisch musst du dich überhaupt nicht um die Autotext kümmern. Dann macht das Spiel das automatisch und dann kannst du im Prinzip halt wirklich nur diesen rundenbasierten Kram machen. Es ist ja auch nicht wirklich rundenbasiert, es ist ja ATB, ne? Es ist ja, dass jeder Charakter so einen Balken hat, der sich unterschiedlich schnell auflädt. Je nachdem, wie hoch der Speed ist von dem Charakter. Und wenn der halt voll ist, dann kann man eine Aktion machen. Active Time Battle. Wait a minute. I know this place. Sector 7 should be just on the other side of this waterway. Perfect. So this is where Sector 6 ends. And where Sector 7 begins. Once we cross over, we can start looking for a way back to the surface. Might be harder than you think. Let's just try to make our way down this tunnel. See if we can't use those gates to clear a path. Boah, danach kommt der Eisenbahnfriedhof. We'll figure it out. Yeah. Im Original sure. Habe ich die Stelle immer gehasst. Ich weiß auch nicht warum. Das wäre irgendwie so creepy. Won't be tough. Of course not. So it's my turn? All set. That was close. So, Zusatzangriff. Und dann direkt eine Kombo hinterher. Jawohl, schickt mich keinen Bonus. Die Feinde sterben zu schnell. That's a win. Ich will mich hier hochleechen und die Feinde sterben zu schnell. Was ist denn los, Mann? Wir sind zu mächtig.
Was ich aber in dem Spiel ganz cool finde eigentlich, ist, dass die Waffen, die man kriegt, dass die nicht wirklich einfach so besser sind als die letzte, sondern teilweise haben die Waffen halt einfach unterschiedliche Stärken und Schwächen einfach. Und je nachdem, was man irgendwie machen will, kann man halt die Waffen wechseln. Das finde ich eigentlich sehr cool. Aha, so, jetzt hat sich's gemeistert. Dann kümmere ich mich mal um sie hier. Das müsste richtig easy sein, weil ich muss ja eigentlich nur sowas machen jetzt. Nee, hat nicht gezählt. Shit. Not bad. Mist. Ich dachte, ich kann das cheesen mit der. Mit der AOE-Materie. Aber leider nein. So, sie ist fertig mit den Schlagringen. Dann kommen jetzt die Überschallfäuste. Gegner schocken. Okay. Das ist relativ easy. Oh wow, da passen sogar... What the fuck? Passen ultra viele Materia rein. So, wir sind auf tiefer. Wir wollen auf jeden Fall physische Attacke und Schnelligkeit. Monk. Längere Buffs und längere Debuffs. Sein ganz leere wird zu 50% aktiviert. Am Beginn des Kampfes erhöht sich mit bestimmter Wahrscheinlichkeit die Stufe von Entfesselung. Oh, das ist nicht schlecht. Und noch mehr Materia. Holy fuck. Noch mehr Physical Damage. Alter. Das ist nicht verkehrt. Was ist denn der Nachteil von denen überhaupt? Haben nicht so viel Damage. Aber dafür sind die noch schneller. Eigentlich sind die voll gut. Das ist eine richtig gute Waffe. Okay, was mache ich denn hier noch alles rein jetzt? Was könnte sie denn noch gebrauchen? Das ist alles meh. Schlafstumm-Tobsucht. Das sind immer so situationsbedingte Dinge. Die benutze ich relativ selten. Aber wenn man wirklich mal irgendwie einen Boss findet oder so, den man echt stumm machen kann, dass der dann quasi gar nichts mehr tun kann, das ist natürlich dann gut. Vielleicht sollte ich mir... Komm, ich gebe mir einfach die zwei Sachen, wo ich noch gar nicht habe. Hier Versiegelung und Behandeln. Ja. Aua. Aua, aua, aua. Aua, aua. That it?
Ah, zum Drüberlaufen, okay. Ich dachte so, hä, hier ist doch gar kein Wasser. I see a material. Was bist du denn? Toxin wieder. Da, 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 da. Hallo. Ja, der Sprung. Wirklich gut. Schocken kann ich dir aber nicht. Sind ziemlich stacker-resistent. I should probably patch myself up now. Oder ich muss mit. Ich habe eine Idee. Cloud hat nämlich die eine Ability, die relativ viel Schock-Damage macht. Vielleicht mache ich das einfach mit ihm dann erstmal. Und wenn der Gegner kurz vor dem Schock ist, dann switch ich rüber zu Tifa. Und dann funktioniert das hoffentlich. Now we should be able to get across. La 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 la. I'll go first, okay? Oh oh. Damn it. I can't stop thinking about what Corneo said. I know. Me too. It's gotta be a trick. There's no way they'd go that far. But what if Corneo really was telling the truth? We have to get there in time to stop it. We have to. Right. Aerith, what are you not telling me? Huh? Guys, come on. We gotta keep moving. Coming! I'll go first. Okay, Aerith, your turn. On my way. Und instant verkackt. I could do. Hear that, Cloud? Come on. Mann, ich will nicht heilen. Ich will nicht heilen. Ist hier nicht eine Bank oder so? Focus. Still thinking about the plate? Yeah.
future isn't set in stone. That's what I always tell myself. Yeah? I hope you're right. How about this, then? Think of something fun. After saving Sector 7, you're gonna... I'm gonna... go shopping. Topside. I'll buy stuff for the bar. Decorations. Coasters. Can I come? You'd no. better. Then it's a date. Cloud can carry all our stuff. She'll be our pack, Chocobo. What was that about me? Nothing. Oh no! Cloud! Hold on tight! On three, okay? One, two, three! Er könnte da ja eigentlich, also... Sorry about that. No need to be. Ist ja nicht so, als wäre er vorher schon mal 20 Meter hochgesprungen. Ist okay, er hat's verdient. Er darf sich auch mal. Er darf sich auch mal helfen lassen. Aha, da ist sie doch. Die heiß ersehnte Bank. Ja, das kann ich vergessen hier. Die Viecher sterben auf jeden Fall zu schnell, als dass ich da irgendwie meine Waffen-Ability leveln kann. Moving on then. Gravitonsphäre. Bei den Viechern vielleicht, die haben auf jeden Fall so ein bisschen mehr Leben. Kinda in a rush, so. Stay back. Try this. Take the lead. Ja, okay. I'm coming. So, jetzt. I got get him. Hier mit ihr. Rückwärtssalto. Wenn das Vieh in Abwehrhaltung ist, darf ich halt nicht angreifen. Sonst kriegen die einen Counter-Hit. Verdammt nochmal. Wir sind zu stark.
won't be tough. Of course not. I'll take care of them. All set. I got this. You're mine. So it's my turn? Okay, let's go. Finish him off. Ich bin mir ziemlich sicher, sie hat ihn geschockt gerade, aber es zählt nicht. Ich gehe also davon aus, dass ich das wahrscheinlich wieder mit der Ability machen muss. Verdammt nochmal, das macht es ja nicht einfacher. This won't take long. Not at all. Go on. Try this. Let's finish this. I'll take care of them. All set. Damn it. Hang back. Keep it together. I'll show you what I can do. I got this. Got that. Oh, seine Heilmaterial ist gemaxed, glaube ich. Kann das sein? Ja. Meine erste Materia auf Max Club. Ja gut, Analyse halten. Klar. Cool, okay. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob es sich nicht lohnt, wenn ich hier nochmal eine kleine Heil-Materia reinmache. Einfach nur, um noch eine andere mitzuleveln. Für den Fall, dass ich nachher irgendwie zwei Leute damit ausrüsten will. Ich mach das mal. Das können wir auch wieder wechseln, weil funktioniert ja anscheinend nicht. Ich glaube übrigens auch, Moment. Langsam durchschaue ich das hier mit den Abilities. Ja, okay. Okay, ich glaube, die Boni gibt es wirklich immer für irgendwas, was damit zu tun hat, wie man die Fertigkeit benutzt. Weil bei ihr ist das ja auch hier. Mindestens zwei Gegner treffen, aber man muss die zwei Gegner treffen mit dieser Ability, glaube ich. Dann kriegt sie halt Punkte dazu. Genauso wie es bei Tifa halt so ist. Gegner schocken, ja. Man muss den Gegner aber schocken mit dieser Fertigkeit hier. Ach, guck mal, sie hat doch schon Geschicklichkeit bekommen dafür. Das habe ich wohl verpasst. Okay, ja gut. Habe ich wohl verpasst. Oh, blau. Widerstand. Was ist das denn? Ich glaube, das ist für Status... Veränderungen, irgendwie, dass man die da... Beard or no beard? Ich glaube, er hatte so einen leichten, ganz leichten 3-Tage-Bart. Aber doch ganz leicht. Also eher no beard. Widerstand. Effektdauer von Zustandsveränderungen um... Ja, okay. Also ich kann Widerstand zum Beispiel equippen zusammen mit... Toxin. Weil das ja, das hat ja Zustand. Genau. Genau, weil das vergiftet ja. Ach, da unten steht jetzt auch Zustandsresistenz, ja. Und wenn ich es hiermit verbinde, bin ich resistent gegen Schlaf, Stumm und Tobsucht. Das zum Beispiel ist nicht verkehrt. Das ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Eventuell mache ich das bei ihr rein. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Dann mache ich hier Behandeln weg. Widerstand. Und mache hier Versiegelung damit rein. Jetzt ist sie resistent gegen Schlaf, Stumm und Tobsucht.
Das ist eine gute Sache. Wenn ich merke, dass irgendwie Gegner so richtig anfangen zu silenzen und dass das ein großes Problem für Aerith ist, kann ich ihr zum Beispiel das Zeug auch geben. Oh, warte, hier ist noch. Ist noch was. Wie komme ich denn da hin? Hier? Yes. If this is what you want, it's on you. So it's my turn? Bring it. Getting really sleepy. Go on. Yeah. Getting really sleepy. Hey, you asked for it. You can do it. Get him. My turn. I'll take care of him. Tagging out. Komm, jetzt. Hier, zack. Nein. Okay, es hat funktioniert. Okay. Es hat funktioniert. Nächste Waffe. Die Federhandschuhe. Oh. Offensive Magie oder Fertigkeiten im Anschluss an die Waffenfertigkeit ausführen. Okay, das ist jetzt relativ deutlich. Das ist eine komische Waffe für sie, by the way. Weil eigentlich ist sie nicht so wirklich gut mit Magie. Aber die Waffe geht halt irgendwie voll auf Magie. Genau. So, hier wollen wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Materia Slot. Attack. Attack. Ja, ich glaube, ich nehme die ganze Attack mit. So, erstmal das. Seam Speed. Schaden von normalen Angriffen. Was ist denn Schaden durch Hinterhalt? Von hinten angreifen oder was? Ah ja, genau. Von hinten angreifen. Oh, okay. Das ist cool. Beat. Mehr kann ich nicht. Ja, passt. Space. Das ist korrekt. Richtig abgespaced hier. Muss ich hier die Materia. Widerstand. So. Widerstand ist zwecklos. Zack. So. Stimmt's wieder. Seelenohrring. Oh, ich glaube, das ist Magie plus 10%. Kann das sein? Seelenohrring. Nee, okay. Der ist scheiße.
Yeah. Shitty. Shitty. Das ist schon der richtige Weg, ja. Ja. Aber was ist denn dann? Was ist denn denn da oben? Außer respawnende Gegner. So, ich will jetzt mal. Fuck! Jetzt pennen die ein. Ah. Oh. Wachmacher. Let's do this. Okay. I'm awake now. Mind backing off a bit? I'm waiting. So. Ooh. Come on. This one's for you. Go on. Ich bin hier gerade so voll auf Ability lernen ausgelegt. Ich will alle Abilities lernen. Ah ne, fuck, ich wollte ja. Warte. Hier war noch irgendwas? Hier war noch irgendwas. Hier war noch irgendwas. Und zwar. Ne, nicht hier. Aber hier konnte man ja nochmal runter. Und zwar ist das dann. Nee. Schade, ich habe mich verlaufen. In der Kanalisation. How can this be? Ja, das führt ja auch zurück. Hier hinten ist nix. Okay. Who cares? Wir gehen weiter. Ich bin mir sicher, ich habe alles entdeckt. Supertrank. Look, that must be the way out. Luke. Luca. I wonder. There must be some way we can lower the water level. Water tank has something similar. I'm betting we can use this to control the sewage level. Hey, Cloud, you want to give it a try? This ought to drain the water, right? Und plötzlich eine riesige Explosion. Die ganzen Abwasserkanäle von Midgar explodieren. A red light indicates a blockage, apparently. We can use the hand pump to clear the blockage. Sounds about right. I remember having to do this at the bar before. All right. I'll... Aerith, you mind giving me a hand? Cloud, you stay put. Keep an eye out for more red lights. Wait, I'm not sure... Trust me, this is the best way to handle it. We'll be back soon. Ja, lass das mal die Mädels machen, ja? Wir brauchen dich nicht. Don't worry, I got it. Maybe this is a little different from the one at the bar. More industrial? Minigame time. So. Here goes.
Warte, was? Whoops. Ah, warte, was? Okay. Try to stay in sync. Okay, das ist irgendwie ein bisschen strange. Ach, und dann nach unten. Oh, okay. Keep calm. Okay, jetzt aber. Jetzt, Chat. Jetzt. Achtung. Mash. Hohoho, okay, jetzt. Achtung. Spectacular. All good. Mash. Alter. Okay. Junge, ich mash wie ein Bekloppter. Whoops. Try to stay in sync. Nein! Es liegt am Controller. Es liegt ganz klar am Controller. Ich muss schneller nach oben. Schneller nach oben drücken. Okay. Whoops. Das. Ach, ich muss nach. Oh, ich Idiot, ich muss ja nach unten. Try to stay in sync. Okay, jetzt. Oh. First try. Alright, I think that did it. Wonderful. Okay. Let's head back. Cloud's probably getting worried. Zu Unrecht. Wir haben das super gemacht. Nicely done. We make a great team. Go team! Go team. Guess I gotta. It's on you. All set! Here goes! Here it comes! I keep my Macht der Unschuld! Flieg und zick! Oh. I got Not throwing at the team! Komm, greif mich an. Get him. Gotcha. Anytime now. All right. And catch. Won't last long. Not looking good. Go on. Wait. Not like this. Not like this. This is gonna hurt. We'll make it quick. I could have done better than that. Boah, das war lucky. Ich hab in dem letzten Feuer habe ich beide getroffen. Ich glaube, ansonsten wäre sie gestorben. Okay. Heal Potion Spam. Geht das eigentlich nicht schneller über das Menü? Irgendwie. Gegenstände. Heiltrank. Nee.
Schade. Rumgeschlafen. Stop. Okay, also was ich machen muss hier für den Bonus ist, ich muss das hier machen und dann direkt danach irgendeinen anderen Move zum Beispiel. Das hier zum Beispiel. That it? Sure is nice to go up for a change. Hope the pillar's not much further. That's it! Ha! Gotcha! Deal with that. I'm coming! Go on! Bitte nicht vergiften, bitte nicht einschläfern. You'll see. Hey, you asked for it. Nice, okay. I think I need to like. Sie hat die Ability. You call yourself a bodyguard. Get ready. Let's get this over with. Junge! Und ich bin Frosch, nein! What the fuck, man? Suddenly Frosch. Fuck, jetzt habe ich die Ability auch noch. Ich sag ja, ich hasse die Viecher. Weißt du noch vom letzten Mal? Die sind ultra nervig einfach. Weil die vergiften und einschläfern und dann machen sie fetten AOE damit. Super nervig. Es geht ganz gut, wenn man halt super passiv gegen die spielt und nur blockt und kontert, aber es ist halt auch irgendwie. So it's my turn? Sorry, but I gotta. I'm not going out like this. You'll get through this. Ich hab halt, ich hab einen Jungfernkuss. Einen. Ja, nice. Boah, diese Bastarde, ich hasse sie. Ich kann nicht mal, ich steck fest. Junge. Ey, alles cool, ich muss nur kurz aushalten noch. So, jetzt. Ich lebe. Limit Break. Wir sind legit härter als irgendein Boss, ey. Finish him off. See ya. Oh. Go on ahead and secure the exit. Cloud!
Oh nein! Nein! Looks like they're hungry for more. We're not delicious. Not even a little bit. Get going. No. Okay. You too. But there's too many of them. Not for me. Hurry. Last warning. Back off or die. Geisterstunde. Ich glaube, hier gab es irgendwo eine Waffe für Aerith, die man sogar verpassen kann. The Avalanche mission has been approved. We ought to proceed as planned. This is bullshit. Ah, ich glaube sogar, ich glaube, die Waffe kann man von dem Boss klauen. Ich glaube, sowas war das, ja. Ich glaube, der Boss hat die und man muss stehlen machen bei dem Boss und dann kriegt man die Waffe. Guess it's a little late to grow a conscience. Just on patrol. Don't worry, we'll make it in time. Hm. Okay. Das ist auch wieder hier so rumgepuzzelt mit den Zügen. Lost in here. This is the train graveyard, all right. A real treasure trove of scrap. Sector 7 should be just past that large maintenance facility over there. I vote we stay in the light so we can see where we're going. Dark, dark everywhere. That it? Creepy. Ach ja, wir haben. Okay, ich It's deserted and kind of creepy. People don't come around here often. Not just because ich will of the ins Menü. But because of the stories. What kind? Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Nein. Those who lose their Was? Way out there in the dark of night will never ever find their way Was? Back home again. Nein. Is that right? I mean, it's not like I think it's true or anything. But you know, it's just... Then let's hurry. Hier soll es spuken. Sowas aber auch. So, irgendwo ist hier eine Truhe. Mit da. Der Mithrilstab. Ich glaube, das ist die beste Waffe für Aerith. Ich glaube, das hatte irgendwie am meisten Magieattacke oder so. Total übertrieben, das Ding. Federn schon 30%. Silberstab ist done. So, jetzt gibt es den Magiestab und den Mithrilstab. Und witzigerweise hat der Mithrilstab viel mehr Magie als der Magiestab. Ja, der ist crazy. Der hat Basis. Basis hat der schon fast 200 Magic Attack gerade.
Das ist richtig crazy. Okay, aber ich mach mal zuerst. Wir machen erstmal den Magiestab. Und sie hat noch einen Slot mehr. Vielleicht mache ich den MP-Boost wieder rein. Das funktioniert bei ihr ja eigentlich ganz gut. Mehr Mp. Mp. Zack. So, wir wollen Magic Attack, MP. Ja, sind schon mal gute Sachen hier. Ja. Ich mach noch die 2 MP Maximum hier, ja. Bam. Bam. Schön. Das ist jetzt eine schöne Waffe. Eine Sache kann sie noch. Vielleicht gebe ich hier einfach, Toxin vielleicht noch. Sounds good to me. Aber wenn es hier den Kühlstück gab. Was gab's denn dann beim Boss? Also ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass es beim Boss auch irgendwas gab. Irgendeine Waffe zum Klauen. For a shower. Hier lang? Ja. Oh, jetzt kommt der Geist. Oh nein. Why would there be kids out here this late? What? Das ist so ziemlich das Niveau von Geschichten aus der Gruft damals.
Dieses Kindergrusel-Story-mäßige. Oh mein Gott, was war das denn da draußen? Da ist doch irgendwas rumgeflogen. Vielleicht war das ein Geist. Keep your cool. No need to worry. I got this. An! Es geht einfach nicht. Sie sterben zu schnell. Wartet mal, Leute, hier ist noch was. Ein Gil. Ha 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 ha, wrong way. Mann, da haben mich die Geister aber ganz schön getrollt. Komm schon tiefer. Du schaffst es. Auf Hochtouren. Oh, sie hat es geschafft. Irgendwie. Okay. Dann bist du wieder dran. Und du musst machen magischer Diener. Oh, jetzt ist sie Scorlern, na Fee. Geil. You okay? All good, I think. Still in one piece here, too. Guys? Seriously? Come on, huh? Well, that's inviting. All right, let's see what's inside. Well, what do you think? I'm game. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Ghosts aren't my thing.
You're just being modest. After you. Mind letting me go then? Okay, jetzt lass du mich bitte mal los. Dankeschön. What was that? Look, over there. Oh mein Gott, sind das etwa Geister? Found you. Hey, can we talk? Just for a bit? Creepy ghosts. Oh no. I'm coming. Here it comes. One more shot. Back me up, okay? You're burning up. This one's for you. It's your turn. I got you. Hey. Gotta go for it now. I've got this. Okay, ich habe sie alle fertig jetzt. Super. Dann kann ich ja jetzt auch die auswählen, die wirklich am meisten Damage macht, nämlich. Momentan ist es die hier, aber ich glaube, die Schlagringe sind eventuell besser, wenn ich die nochmal aufwerte. Yep. Yep, yep, yep. So, die haben jetzt nämlich 92. Okay. Definitiv besser. Bam. Dicker Damage. It's you. Was? Wo ist sie? Hallo. Don't. That thing's dangerous. I know, but even so. What the?
wie lange sie da stehen bleiben. Oh, fällt das jetzt? Fällt das jetzt? Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Ah, jetzt. Okay. Ja. Thanks, Cloud. You saved us. Gonna need to find another way through. We could always run away, right? Yes. Let me handle this. Here goes. One more shot. What do you think of this trick? Magischer Diener. Feuer. This is gonna hurt. Es klappt nur einmal, oder? Ich glaube, das stand da. Ja. Einmal pro Technik. Ist so? Da ist auch zu. Brauchst du gar nicht probieren. What now? We'll be stopping at the Sector 7 slums and we're bound for the train graveyard. The train will be... Please stand clear of the closing door. Ja, komm, mach auf. Geht doch. The crane's up there. Come on. It's not working. There's no power coming through. I wonder if this is another prank. Someone might be messing with the power supply to make us run around. Mist, dann müssen wir wohl komplett drumherum rennen. Magischer Diener gemeistert. Can you take over for me? I got it. Don't overdo it. Here goes. Take guys for now. That's it! This one's for you!
think there's more in here? Bestimmt. Looks like. Aha! Found you! Get him! Stab ist done. Jetzt kommt der Mithrilstab. Der wird sehr, sehr gut. Direkt schon. Yes. Bei vollen MP Schaden von Angriffsmagie plus 20%. Das ist auch krass. Aber erstmal Materia. Materia. Magic Attack. Magic Attack. Oh, 14 brauchen die. Jesus. Ja, okay, dann halt. Noch die MP dazu. Boah, aber wie lang diese zum Beispiel braucht, um zu leveln, das ist auch extrem. Diese, so eine grüne braucht halt irgendwie 300 FP zum Leveln. Und das Ding braucht einfach 2500, das ist richtig crazy. Wow. Dafür ist das aber auch sehr gut. Also das ist... Elementaraffinität ist wirklich eine der geilsten. So. Können wir denn überall lang? Ruhe. Megatrank. Hier können wir jetzt auch öffnen. Da oben ist, glaube ich, verschlossen. Sure, I saw a door on the other side of this place. I think our only choice may be to find another route. Show you what I can do.
Tagging out. I got this. Come on. Good luck. My turn. Get him. That'll do. Hier gab es doch noch einen Weg nach unten. Oh, hier gab es auch noch sowas. Ja, hier war noch eine Treppe nach unten irgendwo, die ich vorhin nicht genommen habe. Scheiße, es war noch weiter in die Richtung. Oh. Komme ich da von hier aus gar nicht mehr hin. Ba 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 ba. Naja, da unten wird schon nichts extrem Wichtiges gewesen sein. Machen wir doch das hier. Ich muss nachher sowieso nochmal nach hinten für den Kran. Dann kann ich das nachher machen. Der Bahnhof. Super creepy, man. Hallo, Christopher. Den Bahnhof habe ich damals schon, im Original habe ich den nicht gemocht. Der war mir irgendwie ein bisschen zu, weiß nicht, zu creepy. Erstmal analysieren. Stop it! Feuer ist effektiv, wie bei den normalen Geistern auch. Wechselt zwischen seiner physischen und seiner immateriellen Form hin und her. Genau, also. In der einen Form können wir nur Damage machen mit physischem Kram, in der anderen nur mit Magie. Und, ja, das ist es im Prinzip auch schon. It's your turn. I got this. Yeah. Stay. Ja, das war schon irgendwie ein bisschen creepy. Man musste da halt auch diese Züge hin und her bewegen.
Allerdings war es halt sehr kurz. Also der Friedhof im Original war echt kurz. Hat vielleicht 20 Minuten oder so gedauert. Ah, Retro, hi. Na, alles fit? Uns geht's gut. Okay, tiefer geht's nicht mehr so gut. Korrigiere. Geisterbindung. Ich glaube, das ist der Switch. Ja. Jetzt können wir mit Magie angreifen. Bevor wir mit Magie angreifen, werde ich den aber nochmal schocken. Ah, ne, ist doch gar nicht okay. Switch doch mal! Junge! Eieieiei. Prince of Persia ist durch. Und? Was sind deine finalen Gedanken zu dem Spiel? No need to panic. It's your turn. Hang back. Need help? Ist bei dir am Ende eigentlich, gab's da Musik beim Bossfight und so? Weil ich glaube, bei mir war das verbuggt. Das war ganz komisch irgendwie. Es war halt nur so ein bisschen Atmo die ganze Zeit, gegen Ende hin. Sogar während den Credits, war nur Atmo. Und irgendwie überhaupt keine Musik oder so. Ich vermute, das war irgendein Fehler. Jetzt haben wir Magie endlich. Und Schock. Okay, jetzt gibt's endlich fetten Damage hier. So, Achtung. So, wir machen erstmal den Magiekreis. So, und jetzt hier. Feuer. Buchstäblich feuerfrei. Holy shit. Das hat ihm nicht so gefallen. Hat auch Limit Break. Jetzt geht's rund hier. Oh, ich kann nicht. I'm coming. It's your turn. Okay, let's go. Over for me.
Okay, jetzt ist er wieder ein Geist. Jetzt gibt's wieder Damage. Ist das immer noch... Ist das noch mein Kreis? Ist der immer noch aktiv? Holy fuck. Na dann. Na dann. Jetzt benutze ich die anderen zwei, um den... Oh, okay. Der haut wieder ab. Ah. I'll take care of them. Can you take over for me? Here it comes. Don't overdo it. Here goes. It's your turn. I got it. So, jetzt aber. Nein. Watch yourself. My turn. I'll show you. Feuer. Get fired up. Yes. Okay. That was fun. All this time, you were waiting for someone to come and play with you. Auf schwer würdest du Prince of Persia nicht spielen. Ich find's eigentlich, ich find's fair, to be honest. Also, ich habe gemerkt, dass viele der Bossfights oder allgemein, also alle Bosse sind wirklich machbar, ohne dass man überhaupt getroffen wird. Sobald man die halt durchschaut hat, also wie die ganzen Mechanics funktionieren. Du hast ja wirklich für jede Boss-Mechanik gibt's wirklich so einen Konter, mit dem du halt irgendwie, also entweder parierst oder halt auf irgendeine Art, der Attacke ausweichen kannst. Und wenn man das erstmal drauf hat, dann ist das ja eigentlich dann gar nicht mehr so wild. Also ich habe das halt bei ganz vielen Bossfights direkt gemerkt, so du kommst da halt zum ersten Mal rein und wirst halt direkt komplett überwältigt. Und dann merkst du halt, okay, also die Attacke, okay, das könnte ich parieren und die Attacke, da könnte ich jetzt irgendwie ausweichen, indem ich das und das mache oder so. Und dann stirbst du halt beim ersten Mal natürlich. Und beim zweiten Mal merkst du aber schon, okay, jetzt kann ich irgendwie so 90% aller Dinge weiß ich genau, was ich tun muss und so. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen noch so ein bisschen übt, dann kann man das irgendwann dann wirklich komplett ohne irgendwie Schaden zu nehmen. Das ist schon cool. Ich mag das immer, wenn Spiele wirklich anbieten, dass man halt irgendwas wirklich perfekt machen kann. Dass du wirklich halt für jeden Move von einem Gegner irgendwie so ein bisschen Counterplay hast. Das ist immer nice. Keep your cool. No need to worry. I'm coming. You can do it. All set. Yeah. You're up. Let's do this. I'll take care of him. One more shot. So, was muss ich mit ihr machen, um... Ich glaube, ich muss legit einfach nur... Gegner im Schockzustand muss ich angreifen, glaube ich. Ich weiß jetzt wieder nicht, ob die das meinen mit allgemein einfach nur angreifen oder mit dieser Fertigkeit angreifen. So, was war das für ein Ding? Schock. Der Gothic-Armreif. Oh. Okay. Einfach an sich super gut. Und hat 3 Material Slots. Er hätte mehr magische Abwehr dadurch. Sie hätte mehr physische Abwehr dadurch. Tifa hatte richtig schlechte Abwehr. Aber dafür gute Magieabwehr. Und sie hat alles so ein bisschen gemixt. Boah.
Weiß gar nicht dann. Eigentlich sollte ich das tauschen, dass sie den Mithril-Reif kriegt und sie den Titan-Reif. Ja. So rum ist das eigentlich passender. Dann muss ich mir nur überlegen, wer das Ding bekommt. Also wenn ich sowieso das meiste mit Cloud mache, dann wahrscheinlich gebe ich es ihm. Aber dann habe ich unten nicht mehr die Verbindung. Ah, fuck. Teilen und Amplifikation. Oder ich gebe das ihr. Ah, sie hat auch nicht mehr. Okay, das kann ich fixen, indem ich das hier so mache. Ja, dann gebe ich Cloud hier Luft, weil das machen wir ja relativ selten. Ich überlege gerade, was der nächste Bossfight, was der hat für eine Schwäche. Ich glaube sogar, das ist ein Blitzgegner, also wahrscheinlich ist seine Schwäche sogar Luft. Ja, fuck. Shit. Ach man, ich brauche mehr Slots. Okay, irgendjemand muss das neue Ding erzählen. Irgendjemand muss den Gothic-Armreif. So, wenn ich ihm den gebe. Könnte ich ihm halt noch eines dieser beiden hier vermachen. Oder ich mach's ganz anders. Okay, Leute, ich mach jetzt alles anders hier. Ich mach jetzt alles anders so. Ich gebe jetzt Aerith, gebe ich Resistenz gegen Schlaf, Stumm und Tobsucht. So. Tifa gebe ich den Elementarschaden mit Feuer. So. Und Cloud lasse ich dann hier Amplifikation mit heilen. So. Das sieht doch jetzt eigentlich ganz nett aus. Jetzt hat sie Glut, Gewitter. Genau, dann lasse ich sie auch wieder Luft haben, weil ich glaube, das brauche ich bald. So, da hat er hat Frost und Gewitter. Er hat doppelt Frost. Wieso habe ich das denn doppelt drin? Ist ja auch Quatsch. Dann gebe ich ihm stattdessen. Ich gebe ihm mal Wiederbeleben noch. Und zu guter Letzt. Das war eine Zerstörung eigentlich nochmal. Ah, Zerstörung war durch die, genau. Damit kann man Barrieren zerstören. Es gibt zu viel Gutes. Es gibt zu viel Gutes. Ich gebe ihm mal noch einen TP-Boost. So. Jetzt können wir weiter hier. Dein Bild ist schon fertig? Du bist ja mega, mega schnell. Und? Wie zufrieden bist du? Oh. Oh.
Nee, da unten ist sogar noch... Da unten ist sogar noch eine Truhe. Die habe ich nicht aufgemacht. Wie komme ich denn da hin? Oder komme ich da durch dieses... Okay, mal gucken. Vielleicht komme ich da jetzt hin durch das, durch den Zug da. Just like we hoped. What a relief. We should be able to get through now. Let's find out. Ich bin gespannt. Ah ja, da kommen wir jetzt hin. Aha. Hihihi. Ey, aber da, also dafür, wie schnell du gerade warst. Also ich könnte es auf jeden Fall nicht. Ich könnte in dieser kurzen Zeit, könnte ich nicht mal überhaupt irgendwas machen. In der kurzen Zeit könnte ich wahrscheinlich nicht mal ein Stück Papier aus der Schublade rausholen. So, hier sind wir. Da ist die Kiste, die ich gerade gesehen habe. Focus. That's it. Deal with that. So it's my turn? This one's for you! I think we're almost done. Strahl der Vergeltung. Oh, Laser. Laser. Warte. Du hast es mir geschickt. Aber das ist doch voll gut, what the fuck? Kann ich das hier im Stream zeigen? Also ich finde das wahnsinnig cool. Hier, guck mal, was die liebe Chisato hier gemacht hat. In Hinsicht auf unser Rust-Roleplay, was ab Sonntag dann passiert. Also ich finde das erinnert mich auch an irgendwas vom Stil her. An was erinnert mich das? Aber das ist ich finde es sehr passend, wirklich. Also ungefähr so stelle ich mir den Charakter auch vor. Ja, vielen Dank. Das finde ich cool. Ich werde versuchen, deine Zeichnung zu ehren, wenn es dann losgeht. Ich werde mich entsprechend verhalten. Ja, genau, stimmt. Ja. Ja, absolut, genau. Ja. So vom Stil her ist das echt so ein bisschen wie Ragnarok, ja. True. Marlene. And the kids that the Black Wing carries away have to live in the train graveyard forever and ever. So you have to stay far, far away from there. All right then, I will. Oh, you know Betty? Yesterday, she went with her daddy to... Hmm? When is daddy coming back? Actually,
might not make it home tonight. Ja, Marlene ist super cute. Geister-Shit. What was that about? Nothing you need to worry about. Let's get going. Oh boy. Jetzt geht's los hier. Zurück zu Freunden. Oh-oh. Ich finde die, also ich finde, die ist gerade so im Englischen, finde ich die auch richtig gut gespielt. Also ich habe da die höchste Bewunderung für die kleine Sprecherin, das. Weil die macht das echt gut. Also normalerweise sind Kinderschauspieler sind ja immer so ein bisschen, ne, Hit or Miss, also immer so ein bisschen schwierig, aber ich finde, die macht das super gut. Moving. Maybe now it's we can moving. Get to the other side. Coming through. Out of our way. Oh nein, eine Bärratte. It's over. That's that. Now that's just the move. Don't overdo it. I'm coming. I got this. Take that! There's no escape! Yeah! Come on! Close! Gotcha! Go on! Yeah! Keep it up! Bye! One more shot! Watch yourself! I'll show you what I can do! Oh, he boosted the level. Macht der Unschuld! Oh. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Erstmal den Geist hier entfernen. Ich müsste unbedingt auch mal meine... Wo ist denn der Shit? Meine Shortcuts hier muss ich unbedingt mal anpassen auch. Was benutze ich denn richtig oft? Also bei ihm passt das eigentlich schon, weil... Ja, Schwertsturm finde ich richtig gut und Impulshieb ist auch gut für Schock, für den Stagger. Dann mache ich jetzt mal Eis und Blitz einfach hin. So, tiefer. Was wollen wir denn hier? So. Ich glaube, ich mache das so ähnlich wie bei Cloud, dass ich hier diesen Stagger-Shit, den mache ich auf Quadrat. Ja, und das passt eigentlich hier so. Analyse brauche ich eigentlich auch nicht hier. Stehlen kann ich vielleicht noch dazu machen, ja. Das mache ich auf noch Entfesselung und Stehlen. So. Und sie?
Am allerwichtigsten erstmal. Wobei hier das MP geklaut ist eigentlich auch gut. Und dann genau, den heiligen Bannkreis, Magiekreis. Der ist extrem mächtig und dann noch irgendwelche Zauber. So, Feuer und Aero. Okay, super. Super. Wo ist die Leiter? Alter. Die Lichtverhältnisse in der PS5-Version sind teilweise so gut, dass ich die Sachen, die ich sehen muss, nicht mehr sehe. Hey, do you think these trains might still run? Could give it a try. Good call. Looks like it still works. I knew it. Everybody good? Yeah. Huh? I think that's... Plate separation code is... Ich weiß, die drei sind irgendwie schon... I don't know. Die drei sind irgendwie schon so ein cutes Love Triangle. Auf so eine komplett cute Weise einfach nur. Weiß auch nicht. Normalerweise finde ich sowas irgendwie immer so ein bisschen nervig oder cringe. Aber bei denen ist es irgendwie cute. So that's what we are. Tifa. You're really gonna drop the plate? They won't if Barret and the others have anything to say about it. All we can do now is keep moving. Please, please let us be in time. Moment, ich muss mal was überprüfen, Leute. Da hatte ich gestern schon dran gedacht, hab's dann wieder vergessen. Ich muss mal was gucken hier. Hier ist ja... Ist das vielleicht eine PlayStation-Einstellung irgendwo? Also ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass manchmal die Lautstärke so ein bisschen untergeht irgendwie. Und ich meine, das war damals nicht so. Und ich glaube, das liegt vielleicht irgendwie... Das liegt vielleicht irgendwie an meinen Sound-Settings, so. Ich stell hier mal auf TV. Und ich will mal gucken, ob das dann nicht besser klingt. Weil ich habe halt, also ich hier bei mir zu Hause, habe ich halt wirklich so ein Surround-System, ja. So mit Soundbar und so. Ja, wenn ich hier streame, ist das natürlich nicht angeschlossen. Und ich will mal gucken, ob das jetzt nicht besser klingt.
So, wo kam ich hin? Das hier habe ich schon gedrückt. Okay. Da, da, da. Ja, die sind sich auch, die sind sich halt nicht auch gegenseitig irgendwie am Anzicken oder so, ne? Tifa und Aerith. Die kommen halt miteinander auch klar und sind halt auch befreundet und so. Ist cute. Why am I not surprised? Ja, die Musik ist gigantisch. Ich hab auch schon gelesen, das nächste, also Rebirth, was ja in 6 Tagen schon rauskommt. Oh. Es gibt über 500 neue Tracks für das Spiel. 500. Und der komplette Soundtrack, wenn man sich den kauft, der ist irgendwie auf 7 CDs verteilt. Es ist richtig gigantisch. Und das ist ja, man merkt das ja auch an dem Teil hier, das ist ja alles mit Orchester aufgenommen, also es ist crazy, was da für ein Aufwand dahinter steckt auch. Das stimmt. Und die Fanbase hat damals auch jahrelang danach geschrien. Und so richtig gemimt damit, dass sowas nie passieren würde. Und dann haben sie gemeint, jo, wir machen's. Aber dann haben sie es auf eine Art gemacht, wie keiner erwartet hätte. Nämlich als Sequel und nicht als einfach Remake. I'm coming! This one's for you! Need more magic. We'll make it quick. It's over. How's this? Come on. Come on. And catch. Enjoy the ride. Bring it. One more. Let's go. Oh, holy Lichteffekte Flashbang, Alter. Die ganzen Lichter und Nebel auf der PS5-Version, die sind jetzt halt so hardcore. Ich habe teilweise echt Probleme, hier was zu sehen. Karte. Näher an den Bildschirm. Ich bin schon wirklich, was ist das, 50 Zentimeter davor. Ich glaube, noch näher wäre nicht so gut. So, da muss ich rüber, glaube ich. Da muss ich hier nochmal einen Zug verschieben. Sieben CDs für 75 Euro. Ich bin so gespannt drauf. Thanks. Das, was ich halt bisher schon mitbekommen habe, und ich habe wirklich die Demo nicht gespielt, weil ich dachte mir, das hebe ich mir auf für... Ich will, dass das alles so am Stück eine Erfahrung wird. Ich will da gar nicht irgendwie anfangen mit Demo vorher. Aber es ist halt... fast schon unfassbar, wie viel Content da angeblich drin sein soll, und es fällt mir immer noch ein bisschen schwer zu glauben, dass das wirklich existieren soll, dieses Spiel. Ich bin mal sehr gespannt.
Ich habe mal damals, als dieses hier rauskam, habe ich halt so ein bisschen drüber gewitzelt. So wegen, ja okay, jetzt haben wir irgendwie 40 Stunden hier nur in Midgar verbracht. Was im Originalspiel vielleicht so 2-3 Stunden waren. Und keine Ahnung, wie viele Teile wollen sie dann noch rausbringen, um die ganze Story abzuschließen? Irgendwie so 10 Teile oder was? Und dann kam die Ankündigung irgendwann, ja, es werden nur 3 Teile. Und jetzt bin ich halt sowas von gespannt, wie das umgesetzt wird. Also ob da wirklich in dem zweiten Teil dann die Story so sehr verändert wird, dass sie es halt mit einem dritten abschließen können. Oder ob der zweite wirklich dann so viel Content hat, dass die wirklich die komplette Story dann fast fertig haben. Almost there. Come on. Right. Eligor. Cloud! Aerith! Wo ist sie hin? The kids that the Black Wing carries away have to live in the train graveyard forever and ever. You're just trying to help, aren't you? Ja. Also die Geister sind so traurige Seelen von irgendwelchen Kindern, die hier gestorben sind. Das ist eigentlich voll sad. Das ist voll mies. You're the one who... Okay, da ist er. Auf den habe ich gewartet. Ich glaube, der hatte irgendeine Waffe, die ich klauen kann.
So tired. Ow. I'll take care of him. That's it. It's your turn. Let me handle this. We can do. Yeah. Hier, Kampfstab. Es ist nicht die Waffe, die ich dachte, dass es wäre, aber... Hier steht sogar in Rot. Dem Gegner kann eine Waffe für Aerith gestohlen werden, ja. Es ist die physische Waffe für Aerith. Falls irgendjemand aus irgendeinem Grund Aerith gerne auf physischen Damage spielen will, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, kann man das mit der Waffe machen. Stehlen fehlgeschlagen, super. Try again. There's a. It's on you. My turn. Get him. I see you. Floppy. Keep it together. I'll show you what I can do. So. I'm using it. Gonna get windy. Another. All set. Watch yourself. I'm coming. Er nimmt halt sonst von nichts Schaden irgendwie. Go on. Give me your best shot. Are you okay? This one's for you. Bring it. Enjoy the ride. Ow. I'm feeling. I got this. Gotta stay. I'll show you what I can do. Mann, geh aus meinem Kreis raus. Der ist für mich. Get him. That's it. Schwaderei hier. Get fired up. Another. Sorry, but seizing the opening. Reflect? Oh no. How do we hurt it? Hit it with magic. It'll bounce right off. Gotta deal with the barrier first. You're up. So it's my turn? Sorry, I know it's sudden. Ow. Everything's spinning. I'm waiting. Go on. Ich hab halt nicht diese Materia equipped, die die Barriere zerstört. Das ist etwas doof. Wir müssen uns irgendwie anders Abhilfe schaffen. We gotta do this again.
Erstmal hier wiederbeleben. Dann Limit Break. Das war Shiba, ja. My turn. The one and only Princess of Cold. Gehenna-Zyklon. Oh Gott! Well, that really sucked. Go on. Let me handle this. So, also er ist nicht schwach, wie ich dachte, gegen Wind. Er ist schwach gegen Eis. Das ist natürlich super. Immerhin hat er Eisgarn. Don't close your. Ach, verdammt. Ja, diese Lähmung. Silence ist natürlich jetzt auch passend. No holding back. Kann ich den kontern? Nee. Okay. Won't last long. Go on. Wir machen mal einen Eisger auf das Rad. Oh, ja. Super. I'm feeling No way! Okay, up and at 'em. Let's turn this around. Can you handle them? We'll get through this. Come on. Take the lead. Ich kann halt nicht ran, weil ich dann Damage krieg von seinem doofen Drumgewirbel. Das wird schon, Oh Gott. Ist er wieder gelähmt. Ich muss das Rad zerstören, aber ich habe keine Gelegenheit dazu. Jetzt vielleicht. You can do it. I can still tiefer, go. Limit Break auf das Rad. Giving it my all. Gonna pull back. I'm coming. Oh mein Gott, und dann... Lend me your strength. Yes, it was. Dieser dumme Junge, was ist für ein scheiß Bastard, Mann. You okay? I won't give up. Them with your love and grace. Come on. Let's do this. Okay. Oh, come. Stop it. Stop it. Sobald das Rad kaputt ist, müsste er eigentlich nicht mehr so rumcruisen. Okay. Schnell noch aufs rechte Rad. Schnell. Okay. Oh, jetzt Rache hier. Jetzt die dicke Rache hier. Yes. Hier hat sie noch. Ich mache hier schon mal Magiekreis wieder. Und sie macht hier Bum Bum Bum. Go. Oh, Gott sei Dank. Der Typ ist nervig. And you can go to hell. Let's go.
Right. Right. Oh. It's that ghost. Was die Geister jetzt genau mit dem Boss zu tun haben, weiß ich leider nicht. Vielleicht stand das sogar da im Analysetext. Aber ich hab's nicht gelesen. Aber die scheinen ja jetzt irgendwie happy zu sein, dass der Boss weg ist. Vielleicht hat ja die Geister da irgendwie gehalten oder so. Okay. Das wäre erledigt. Jetzt haben wir hier auch diesen tollen neuen Stab. Ihr seht, magische Attacke minus 84. Na gut. Aber wir tun's. Kampfstab. Das ist halt so random. Ist irgendwie auf Crit getrimmt. Hier, auf jeden Fall mal so ein bisschen Magic Damage. Und er hat auch nur einen Verbindungsslot und keine Zusatzmateria. Das ist auch ein bisschen doof. Bei niedrigen TP-Limit-Aufladung... MP Maximum. Das ist alles nicht so das Wahre. Das ist alles nicht so das, was ich eigentlich haben will auf ihr. Sie ist halt nicht so der Crit Damage Dealer. Ist sie wirklich nicht. Deswegen, also ich glaube, ich werde diese Ability, die werde ich lernen und dann werde ich direkt wieder zurück auf den hier gehen. Weil der ist einfach so krass. Er hat fast doppelt so viel Magic Attack wie alle anderen Stäbe. Der ist einfach so gut. Ich glaube, ich habe den auch wirklich bis ganz zum Ende. Das war quasi meine letzte Waffe für sie. Eine bessere habe ich nicht gefunden. Sehr. Lassen Sie uns hier verschwinden. We made it. Ja, da oben geht's aber schon ziemlich gut zur Sache. Sieht nicht so gut aus. Ich glaube, das war wirklich gut, dass ich nochmal das Audiosystem umgeschaltet habe auf TV einfach nur. Stop!
Ich vermute, dass der legit probiert hat, so ein paar Sounds halt irgendwie auf anderen Lautsprechern abzuspielen, die halt nicht zur Verfügung stehen, wenn ich streame. Das klingt jetzt alles ein bisschen mehr balanced. Oh oh. Plottgeister. What are you? Cloud, Tifa. We have Auf die Erklärung bin ich auch mal super gespannt. Also ich habe ja meine Theorie, was das hier genau für Viecher sind. Aber ich bin mal gespannt, wie sie das noch ein bisschen mehr erklären. Was ja auf jeden Fall klar ist, ist, dass die sich drum kümmern, dass, wie dumm das auch klingt, dass die Story des Originalspiels nicht zu sehr abweicht. Das habe ich auch schon öfter gehört jetzt, dass die genauso aussehen wie Dementoren. Jetzt. Errichtet einen Schutzschild gegen ballistische Angriffe. Super. Keep him away. Get him. Weil die ja auch so viele Projektile haben. Here it comes. You're burning up. One more. You've got this. All set. Ja, komm. Do it. I'll show you what I can do.
This one's for you! Get fired up! A bonus! Just a bit. There's too many! Go, 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 go. Ist halt wieder so ein Part. Die wären jetzt viel zu früh da angekommen, ne? Und hätten eventuell vielleicht noch ein paar Leute retten können, die sie jetzt nicht mehr retten können. Und das alles nur wegen diesen Geistern. Weil die kurz da waren und uns so ein bisschen aufgehalten haben. What you got? Come on! That's Barret! Witch! You okay? Cloud! It's Shinra! They're trying to take out the pillar! I know. I have to go back! Barret and the others are still- Stop! Stay with Wedge. I'm going up. Sure. I'm going too. I can still fight. Biggs, they were shooting at me and he... Wedge, please. Let Cloud handle it. Don't worry. I'll patch him up. Hang on, guys. Help is coming. Hier, die zum Beispiel, also die komplette Gruppe von denen. Im Originalspiel sind die ja alle gestorben. Hier werden sie des Öfteren dann nochmal gerettet irgendwie und überleben dann doch. Und dann kommen die Geister und probieren das wieder zu fixen. Oh ja, wir haben jetzt wieder... Er ist jetzt wieder dabei. Also noch nicht, aber gleich. I'm getting sick of this. Don't they have anything better to do? Tell me about it. See how hard we got hit over here? Shit! What's wrong with these people? This is Echo 1-3. What's this? What the? Javelin! Hello. Hostile contact. One target. Engage. You want this? This won't take long. Get ready. I'm okay. Heiltrank? Here we go. No way back. You're done. That'll do. Here we go. It's over. That it? Coming. Don't think you're gonna get away with this. No holding back. That's that. Shit. Won't last long.
Okay. I'll show you. Mann, das heilt mittlerweile gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss doch wieder die größere Heilungsmaterial gucken. Try me. Not looking good. I see you. Right. Anytime now. Here we go. Mann, immer wenn ich den einen bearbeiten kann, kommt der andere hin. Time to end this. Get ready. Stop resisting. I'm ready. All right. Nice shit. Better give up now. Come on. I'll show you. This is gonna hurt. Try this. You're mine. You're done. Let's go. Tough, but doable. Was? Ach, von oben. Ja, toll. aber ich hab nix. Shit. Auch Feuer und Blitz. Blitz müsste er doch haben, ja. You made it. No, I might not. Hey, is Wedge? Don't worry, he'll bounce back. That's good to hear. Could have used some extra padding myself. Don't talk. It's pretty bad up there. Cloud, promise me, don't let it be for nothing. Werde ich oder was ist mit dir? Nein, Mann. Bros. Bros. What about you? I've still got some fight left in me. Enough for another platoon or two. Don't go okay. Be a soldier to make a difference. Oh, one more thing. The Leaf House. It's an orphanage. In the Sector 5 slums. The kids. They're great. I used to visit. That you'll have to do yourself. Let me guess. Not a fan of kids. No. But you have
so much in common. Good luck, Cloud. Our future is in your hands. Ich wollte noch mal schauen, ob ich mit ihm doch noch interagieren kann. Aber nee. Nicht erlaubt. Ich muss mal testen, ob die gegen Feuer oder gegen Blitz ja Feuer. In dem Fall Feuer. So, jetzt geht das hier schon besser. Let's do this. Time to burn. Da brauche ich kein zweites. Ja. Nicht die Schrotflinte. Das kann ich nicht blocken. Also blocken ja, aber nicht Content. Weil ich bin zu faul, mich nach jedem Fight vollzuheilen. Okay. Brauche eine Strat. Attackieren. So, zack. I'm waiting. So. Feeling good. No holding back. Shit. No escape. Das killt die jetzt wahrscheinlich beide, ja. Und an den komme ich nicht ran. Here we go. Give up.
Testing. Attention, Avalanche Skull. We know all about your evil plans to destroy the pillar. But the Turks, but Shinra, that's us, won't let you get away with it. So go crawl back into whatever hole you crawled out of, or something. That ought to do it, right? Good enough. Wait, I know you. Mr. First Class. First Class asshole. Gotcha now! You ain't got nowhere to run! Weapon and surrender. Shinra does not negotiate with terrorists. Man, screw this cheap-ass play. Guten Abend. Get down. Get down. Thank you. That was a close one. How is it? Much better, thanks. I'm sorry. I can't stay here. I have to help them. Go. Follow your heart. Aerith. There's a bar in the center of town, Seventh Heaven. I need you to... get Marlene to safety, right? It's okay. I'll find her. Huh? Sehr gerne, kannst du gut machen. Consider it done. Now get up there and kick Shinra's ass. Du musst auch nicht auf YouTube warten, also es gibt ja auf Twitch kannst du ja auch die Videos nachher nochmal angucken. Seventh Heaven is this way. Aber das weißt du wahrscheinlich eh. Wedge, wait. You guys can't stay here. Come on, come on. How else are we supposed to get to Walmart? Sir, you need to step away from the gate. You have to open the gate! If you don't let these people through! Back off! It's not gonna happen! Wait! I'm no good. Not to anyone up there or down here. That's not true, Wedge. Don't give up hope yet. We could still save a lot of lives. You don't think we're gonna stop them from dropping the plate, do you? I want to believe that we can still win somehow. But something in my gut tells me we're due for a reckoning. Just this feeling. You know what I mean? Yeah, I do. But that's no excuse to give up. I don't want to look back one day. I wish I'd done it different. Right here, right now. I need to know I did everything I could. Bro. I'm not sure what's gonna happen next. But I am sure I don't want to regret the choices I make tonight.
lives are in your hands. If you don't open up, we're all gonna die. Close it! No, sir! I will not obey that order! This way, everyone! Quickly! Quickly! You can't just... Wait! Wedge! Huh? Seventh Heaven is just down this road, isn't it? Head straight and look right! You can't miss it! Don't worry about me! All right, I'll get these people to safety! Get out of Sector 7, please! We need to get as far away from Sector 7 as possible, right now! Go to Sector 5 or 6! Anywhere but here! You all have to get out of Sector 7! Now, please! Hmm? Slow down. Do you know what's going on? What do they want with the... Wer zum Teufel bist du denn? Well, there's still time, nicht. But... They're going to drop the plate on us? Yes. Those sons of bitches! What good do they think that'll do? Feel free to cry about it later. Right now, we need to get everyone to safety. Wait, the Watch should clear the roads first. Ah, good thinking. Hop to it. Avalanche, I take it? Just a friend. Tell Tifa to lay low. We'll take care of things here. I've got to get to Seventh Heaven. What are you doing? That's it. Oh God, look out! Oh shit. Oh no! Look out! It's gonna crash! Aus dem Weg! Finally! Hold on! Na, das kleine Katzenmädel ist auch da. I know it must hurt, but you've got to be brave now, okay? Come on, keep moving this way! I'll take you to her. Ready? Oh, da ist gerade jemand einfach gespawnt. Einfach aufgepoppt. Almost right there, okay? None of this makes any sense. Huh? No need to rush. Steady now. Oh, thank God the kids made it out in time. Come on, we've got to go too. I'll be fine. Don't worry about me. Someone tell me what the hell is going on! We just have to work together! Get to Walmart now! It's too dangerous here! Just wait. Quickly now. Keep moving. Can you take care of her? Of course. Betty! I've been looking everywhere for you. Daddy! Honey! You'll be fine. Stop! That way's already... Please, so, we need Lieben. To get through! This is it, isn't it? Ist eigentlich ein richtig doofer Zeitpunkt dafür, aber... Mir läuft die Zeit auch heute schon wieder leider aus den Griffeln. Deswegen müssen wir hier leider... Almost there!
für heute wieder pausieren. Aber, wie immer, sehr spaßig. Das waren jetzt auch die zwei, ich glaube, die zwei anstrengendsten Passagen im Spiel, finde ich. Wobei, eine kommt noch. Aber so, dieser gesamte Kanalisations- und Zugfriedhof-Gedöns-Dings da, das ist das, was viele Leute sagen, wäre ein bisschen langgezogen. Ich finde es eigentlich ganz okay. Also ich habe auch trotzdem Spaß dabei. Aber ich kann auch verstehen, dass manche Leute so ein bisschen meinen, ja, im Original war das eigentlich gar nicht so lang. Warum ist es dann hier so lang? Aber ich finde es okay. Also ich habe trotzdem Fun. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, fürs fleißige Zugucken. Und ich muss mal gucken, ob ich morgen überhaupt dazu komme, hier nochmal weiterzumachen. Jetzt hast du keinen Ton mehr? Okay. Liegt wahrscheinlich an dir. Ich habe nichts gemacht. Aber ja, wir machen hier für heute wieder Schluss, Leute. Tut mir sehr leid. Ich würde auch gerne weitermachen, aber ich habe noch was zu tun. Und yo! Morgen muss ich mal gucken, weil wir haben ja abends Pen and Paper. Ich weiß nicht, ob ich morgens dann noch irgendwie überhaupt dazu komme zu streamen. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wahrscheinlich sehen wir uns dann am Sonntag erst wieder. Oder halt morgen Abend zu Pen and Paper, wenn ihr da gerne dabei seid. Aber jo. Nicht vergessen, Sonntag dann Rustalot ab 18 Uhr. Und ich freue mich schon sehr drauf. Es wird auf jeden Fall, es wird ein interessantes Wochenende. Ja. Ich bin sehr gespannt. Aber jo Leute, ich mache mich vom Acker. Vielen, vielen Dank fürs fleißige Zugucken. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Guten Abend. Schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.